Liebe Freundinnen und Freunde, ja, wir sind mit dieser grünen Regierungsbeteiligung in eine Zeit geworfen worden, die wir uns mit Sicherheit so nicht ausgesucht haben. Eine Zeit, in der die Welt aus den Fugen geraten scheint. Ein Angriffskrieg mitten in Europa. Anschläge auf unsere kritische Infrastruktur hier. Inflationsraten, die in Richtung von 10% gehen. Nahrungsmittelknappheit, die den Hunger im globalen Süden enorm verschärft. Und eine Klimakrise, die schon jetzt ihre dramatischen Folgen sichtbar macht. Das sind die Zeiten, in denen wir regieren. Das ist herausfordernd, das ist anstrengend, das ist kompliziert und es ist eine Zeit, für die es mit Sicherheit keinen Masterplan gibt. Und trotzdem, oder gerade auch deshalb, bin ich verdammt froh, dass es diese Partei ist, die in dieser Zeit Verantwortung übernimmt. Es ist vielleicht die wichtigste Zeit, in der wir Grünen mitregieren könnten, weil wir dafür sorgen, dass die Regierung in wichtigen Fragen Kurs hält und einen Kompass behält. Wir haben mit Blick auf die sozialen Entlastungen dafür gesorgt, dass aus dem You Never Walk Alone des Bundeskanzlers ein Paket wurde, das insbesondere auch diejenigen unterstützt, die am dringendsten unsere Unterstützung brauchen. Denn in der Krise kommt es darauf an, dass man diejenigen in den Blick nimmt, die unsere Hilfe wirklich brauchen. Deswegen haben wir gekämpft. Und eine der besten Entscheidungen ist es, dass wir jetzt die höchste Erhöhung der Regelsätze seit Einführung von Hartz IV geschafft haben. Diese Partei hat so lange dafür gekämpft, Hartz IV zu reformieren, ein Bürgergeld daraus zu machen, die Regelsätze endlich bedarfsgerecht auszugestalten. Dafür haben wir jetzt einen wichtigen Schritt geschafft. Die Bilanz von wenigen Monaten Regierungsbeteiligung sind vier Entlastungspakete, sind mehr als 300 Milliarden Euro, die wir in die Hand genommen haben, um die Menschen jetzt zu unterstützen. Und ich sage für die Zukunft, an der Schuldenbremse darf keine vernünftige Politik scheitern. Gerade in der Krise ist es wichtig, sozialpolitisch, aber es ist auch ökonomisch vernünftig, alles dafür zu tun, zu verhindern, dass ein Land in eine tiefe Rezession rutscht. Dafür sind die Ausnahmen der Schuldenbremse geschaffen worden. Deswegen ist es so richtig, dass wir das in diesem Jahr gemacht haben. Und dieses Versprechen muss auch für die Zukunft gelten. Aber in einer Krise kann es nicht nur darum gehen, die Symptome zu bekämpfen der krassen hohen Inflation, sondern es geht eben auch darum, die Ursachen in den Blick zu nehmen. Und die Ursachen, das ist die schwerste Energiekrise, die die Bundesrepublik jemals erlebt hat, weil wir so extrem abhängig sind von Gas, Kohle und Öl aus Russland, weil wir so extrem abhängig sind von Fossilen und weil unser Nachbarland Frankreich so extrem abhängig ist von kaputten Atomkraftwerken. Deshalb gibt es diese Inflation. Das ist so sonnenklar und offensichtlich, dass man eigentlich denken müsste, dass auch die Lösung für all diese Probleme sonnenklar und offensichtlich wäre. Man hätte eigentlich denken müssen, dass dieses Land gemeinsam einen Schluss daraus zieht. Lasst uns endlich ernst machen mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien, denn die sind die einzige Form, die heimisch, die sicher, die sauber und die bezahlbar ist. Und die haben wir hier vor unserer Haustür. Man hätte einen gemeinsamen Moment des Aufbruchs daraus machen können. Man hätte zeigen können, dass dieses Industrieland bereit ist, mutig gemeinsam voranzugehen. Doch das mit dem Aufbruch, das mussten wir ein bisschen alleine machen. Ja, wir haben vor dem Sommer im Deutschen Bundestag das größte Paket zum Ausbau der erneuerbaren Energien seit 20 Jahren durch den Bundestag gebracht. Aber das war trotz der Krise. Das war, weil Robert und weil unsere Energiepolitikerinnen im Deutschen Bundestag das einfach durchgezogen haben. Mit aller Kraft und ehrlich gesagt auch gegen mega viele Widerstände, auch in der eigenen Koalition, haben wir das geschafft, dieses Energiepaket durch den Bundestag zu bringen. Das ist mega wichtig, aber das hätte nicht so schwer sein dürfen. Stattdessen haben relevante Teile dieses Landes ihre Zeit in sinnlosen Atomdebatten vergeudet. Und ich frage ganz ehrlich, wo war eigentlich mal die Bild-Zeitungsschlagzeile, Deutschland braucht mehr Biomasse?
Wo waren die Demos der Familienunternehmer vor der Parteizentrale der CDU mit der Botschaft, Herr Söder, die 10H-Regel muss weg? Oder Herr Rüsswurm, ich freue mich wirklich, dass Sie jetzt hier nach mir sprechen. Aber wo war die groß angelegte Kampagne der deutschen Industrie für das Thema Energieeinsparen jetzt? Wir wissen doch alle, ohne das Thema Energieeinsparen kommt die Industrie nicht durch diesen Winter. Und dass die Wirtschaft es zugelassen hat, mitzugelassen hat, dass das halbe Land über den Sommer über Atomkraft diskutiert hat, dass wir es zugelassen haben, dass die Leute denken, man müsste nur ein paar Atomkraftwerke laufen lassen und dann würde sich das mit dem Gas schon lösen. Das ist nicht nur Unfug, das ist auch schädlich für die deutsche Wirtschaft. Und deswegen brauchen wir jetzt gemeinsam einen Kurswechsel in der Industriepolitik. Und ich sage ganz klar, ich bin extrem froh, dass diese Partei in dieser Debatte so stabil ist. Wir sagen, beim Strom für den Süden in diesem Winter, da treffen wir eine Vorsorge. Einmalig und dann ist Schluss. Ich danke euch.